Das ist ja wohl ein bisschen unfair, oder? Luda! Ja! Hi! Meine Frau hat schon wieder angefangen zu filmen, ohne mich davon zu informieren. Ansonsten drückt sie immer später auf Aufnahme, wo ich schon 5 Minuten gequatscht habe. Ich bin ja auch blond. Das stimmt. Aber nur getürkt. Nur getürkt. Folgendermaßen, mein Frauchen war so lieb und mir hat ein Messer zu schenken zu Weihnachten. Und zwar, was gibt's denn da jetzt zu lachen? Was gibt's denn da jetzt zu lachen? Wir wollen bitte ein ernstes Video drehen. Deutsche Sprache, schwere das Sprache. Hi, Wegelchen. Also, meine Frau war so lieb, mir zu Weihnachten ein Messer zu schenken. Und zwar von Hella, das Temagami. Und sie hat dann auch das Richtige. Das Richtige, ich hoffe, man kann das gut sehen. Kann man es sehen? Kann er das fokussieren? Guck mal. Dass man das sehen kann. Also, das ist die Kohlenstoff-Variante, also Carbonstahl-Variante. Da ich mir viele Sachen nicht behalten kann, ich habe ja auch Altersheimer. Wer sind Sie? Ich bin auch blond. Wo bin ich? Sie haben Ihren Zettel verloren. Oh, ich habe Zettelinkontinenz. Oh boy, Bremen. Zum Ersten. Also, der Griff ist masurische Birke. Ich hatte bei Arthur Konze auf dem Kanal gesehen, dass der das Temagami sich gekauft hat. Der macht ja auch hin und wieder, also Odo TV. Entschuldigung. Der macht ja auch hin und wieder. Es ist unmöglich, mit dir ein ernsthaftes Video zu drehen. Also der macht ja hin und wieder auch mal so ein paar Outdoor-Videos oder Messer-Videos, Reviews. Zum einen, das ist ein flach. Der geht schon bis zum Griffende durch. Wenn man sehen kann. Ist halt relativ flach. Ja, ein bisschen mehr als die Hälfte vom Griff. Das Lanyard-Hole, da passt gerade eine Fallschirmschnur durch. Oder auf Neudeutsch gesagt Paracord. Stehe ich aber nicht so drauf. Allerdings hat Arthur Konze gesagt, dass hier das sehr uneben wäre. Also dass der Griff und das Metall, dass da manchmal ein Übergang zu spüren ist. Also ich spüre hier gar nichts. Oder hier bei den Nieten oder Stiften, ich spüre hier gar nichts. Das ist astrein und sauber gearbeitet. Liegt saugut in der Hand. Ich kann es eigentlich gar nicht mehr weglegen. So, jetzt kommen die Spezifikationen. Der Griff hat eine Länge von 11,9 cm. Die Klinge 11,1 cm, was eine Gesamtlänge von 23 cm ergibt. Mit dieser Lederscheide, die ist ja eigentlich schon fast für diese nordischen Messer typisch, dass hier unten spitz zusammenläuft. Hier unten sieht man jetzt nicht so gut, ist ein Loch, damit Wasser ablaufen kann. Gucken wir, ob du das einfangen kannst. Hier in der Scheide drin, so in etwa auf der Höhe von dieser Beugung, ist ein Stück Plastik eingesetzt, damit das Messer mit dieses wirklich sauscharfe Messer die Scheide nicht zerschneidet. Schönes Leder und so wie die Gürtelschlaufe ist, kann man sich also auch bewegen, ohne dass, wenn das Messer in der Scheide drin steckt, einen ständig in die Rippen sticht. Oder falls man mal hinfällt, dann bricht man sich nicht die Rippen. Also für mich sehr gut gemacht, sehr gut überlegt. Also mit Scheide wiegt das ganze Messer 206 Gramm und ohne Scheide 150 Gramm. Was hat denn das gekostet? Das darf man gar nicht fragen, ne? Nein. Nein.
Weil die Preise könnt ihr über wahrscheinlich Amazon erfahren. Aber weniger als du denkst. So möglich mit dem Video zu drehen. Ich liebe dich auch. Dankeschön. So. Die haben übrigens schon da gelegen, die Stöcke. Also die habe ich nicht gesammelt, ne? Weil das Billigste ist mir gerade teuer genug für dich. Ach nee, andersrum, Entschuldigung. Das Teuerste ist die gerade billig genug für mich. Ich muss das Video zu Hause abspulen und mir die Sätze nochmal überlegen. Ich liebe dich. Also. Komm mal weiter. Ich habe das Messer im Originalzustand so belassen. Normalerweise kommt da eine zweite Phase drauf. Die Frau hat mich aus dem Konzept gebracht. Passiert ja nicht nur einmal am Tag, ne? Ja, das stimmt. Ja. Da fliegt unser Abendessen. Ja, schnell, Schatz. Also, mach. Normalerweise kommt hier eine zweite Phase von mir drauf, um die Schneide vor Ausbrüchen und Rollen zu schützen, falls ich damit betornen sollte. Will ich heute nicht machen, da ich es ja noch nicht bearbeitet habe. Ich habe meine Sachen zu Hause und ich bin nicht zu Hause. Also. Ja, ist klar. Alles gut. Okay, ich zeig mal hier. Ich mache das wirklich ganz ohne Druck. Und dann und es bricht ihm quasi aus der Hand. Bricht quasi in der Hand, aus der Hand. Ohne großen Druck. Ohne großen. Wollen wir die Seiten tauschen? Dann machst du das Video. Nein, du siehst viel hübscher aus von uns beiden. Weil ich die Mütze auf habe, dann gesehen. Ja, bitte schön. So. Und das Messer steht dir so gut. Was ich allerdings festgestellt habe, war, dass trotz dass es Kohlenstoffstahl ist, keinen wirklichen 90-Grad-Winkel hat, sodass man noch nicht den Feuerstahl mit abziehen kann. Was allerdings kein Problem ist. Entschuldigung. Wenn man das Messer am Bandschleifer oder sonst irgendwie mit einer Feile bearbeitet hat. So, und das Messer ist sowas von schweinescharf. Kannst du das näher ranholen? Dass ich hier das Holz ganz simpel und einfach auffächern kann. Andere nennen das Feathersticks. Ich nenne das Holzlöckchen. Schön, ne? Holzlöckchen. Ganz ohne Druck. So scharf ist das Messer. Wenn das jetzt noch trocken wäre, wird das ganz schnell Feuer fangen. Was andere gerne machen, wäre zum Beispiel das Chopping oder auch Hacken genannt. Ich halte das für Schwachsinn, weil dafür hat man eigentlich eine Axt. Und das war es eigentlich schon. Der Griff ist übrigens unbearbeitet, ist nur ein bisschen geölt, man kann das spüren. Muss man eigentlich immer schön im Auge behalten. Ich nehme dafür selbst geschmolzenen Schweineschmalz. Du bringst mich aus der Fassung. Das ist unmöglich. So schmeckt Kugeln? Nein. Also, ich halte das Messer fürs Bushcraften. Ist das, glaube ich, das beste Messer, was man kriegen kann. Da stinkt sogar das PLSK One ab. So, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bewertungen, Kommentare werden gerne gesehen. Tschüss, macht's gut.